Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch mit in meine Mittagspause. Bei dem schönen Wetter bot es sich an, die Halde Rheinelbe mal auf dem Enduro zu erkunden. Es soll ja eine ganze Menge Trails geben und bisher war ich offensichtlich nicht in der Lage, diese zu finden. Grund genug also, sich das Enduro zu schnappen und sich das Ganze mal näher anzusehen. Denn wie sich später herausstellen sollte, verfügt die Halde Rheinelbe über eine ganze Menge Potenzial. Wo willst du denn da landen, Alter? Kommst du da an? Boah, der muss aber genau passen, ey. Da runter. Hier rein. Hier raus. Boah, das ist aber... Der ist schon ganz schön. Thank you.
Hier rein. Anliege drüber. Oh, da muss aber gut helfen hier. Oh. Kommst du da schön runter? Kannst dich entscheiden. Anliege und hier rein oder geradeaus durch über den Kicker. Der ist gut. Der ist schön kompakt, der kickt ganz geil. Und hier, ja, ist da so fiese Regenrinnen drin. Das müsste dann die Spitzabfahrt sein, wenn man oben auf der Halde spitz steht. Kommt man hier runter, hier muss man ein bisschen aufpassen. Schönen Schwung mitnehmen, wie den Anlieger rein, aber der ist ziemlich durchgerockt. Oder geradeaus in den Kicker. Der Kicker macht Spaß. Er ist anfängertauglich, richtig geil. Ding hier ist eine Gap. Ich erinnere mich, als wir Oliver damals kennengelernt haben, ich verlinke euch mal den Beitrag hier in der Videobeschreibung, da hat er uns auch hiervon erzählt. Das heißt, hier hoch, das Ding kickt unglaublich und dann kannst du bis hier hoch fliegen. Und da vorne war sein Korkenzieher an der Wand. Aber der hat sich anscheinend nicht etabliert, so wie es aussieht. Na gut, genug Speed kriegst du ja. Wenn du das Teil falsch einschätzt, brauchst du eine neue Gabel und ein paar neue Zähne. Das ist ein Ausgang, den kenne ich. Ich habe mir schon mal Klamotten zerstört. Das heißt, über den Kicker und dann runter. Kommst dann von da oben, von der Spitze, fährst dann hier rein. Muss ein bisschen aufpassen. Hier ist ein Anlieger, der ist nicht allzu heiß zu erkennen. Anlieger. Zack, zack, zack. Hier rüber. Wow. Runter. Hey, ist geil. Wenn du rauskommst, schub. Entweder bist du echt gefuckt oder auch was. Ich guck mal hier. Oh. Oh. Das ist ja geil. Kommst du hier runter? Geht's direkt in den Anlieger, in den Sprung. So, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn ich weiß, gibt's viele Leute mit Hunden. Ui, ui, ui.
Ernst? Ja, anscheinend schon. Aber wie kommst du denn hier wieder hoch? Vorne bin ich runtergekommen. Da oben ist der Sprung. Da runter? Hier hoch? Oder da hinten lang?